Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind mit Triss immer noch auf dem Maskenball bei den Wegelboots und müssen Albert Wegelboot finden, der eine Panthermaske trägt. Nein, das ist eine Vogelmaske. Wen haben wir hier? Ein Feuerspucker. Das ist er nicht. Hier, das ist doch der wohlhabende Städter. Also hier schon mal keine Panthermaske. Dann lass uns doch mal hier gucken. Haben wir eine Panda-Maske? Das sieht... Nee, ist so ein papageienartiges Teil. Nein, auch nicht wirklich eine Panda-Maske. Dann wahrscheinlich hier. Aha. Hier ist auch keine Panda-Maske. Huch. Nein, hier auch keine. Aha, die stellen hier Jagdhunde vor. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Ohne meine Erlaubnis würden sie nicht mal winseln. Ach ja? Hallo? Hallo? Kannst du es nicht tun? Das sind wirklich. Ist ja geil. Das ist cool. Das wusste ich ja. Das ist ja cool. Man sieht sehr selten Hunde hier, aber das ist cool, dass das. Dass sie halbwegs gut eingesetzt sind, auch wenn ich immer noch finde, dass sie ein bisschen zu groß sind. Also hier ist... Ach, da ist Triss. Die ist irgendwo rumgelaufen gerade, jetzt gerade wieder zurückgekommen. Sag mal, bin ich doof oder ich finde hier keine Panda-Maske? Hallo? Wer ist das denn? Das soll eine Panda-Maske sein? Oder Panther-Maske? Das wäre natürlich ja, was. Ah ne, Panda. Oha. Albert Wegelboot? Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Ich wollte schon sagen, das ist doch keine Panda-Maske. Warte mal, das ist ein Löwe hier. Das ist einfach nur ein Clown. Der hat keine Maske auf, der ist so angemalt. Diener. Adeliger. Sag mal, Löwe? Nee. Wohlhabender Städter. Also hier ist definitiv keine Panda-Maske. Finde Albert... Ach, Panther! Doch, Panther! Panda-Maske. Ich suche die ganze Zeit an der Panda-Maske, ey. Panther. Das ist ja was ganz anderes natürlich. Dann gehen wir mal nochmal hier hinten hin. Ja, das ist Panther. Hübsche Maske. Hübsche Maske. Albert Wegelboot? Nein. Ich bin ein schwarzer Panther. Lila, das ist lila. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Wir müssen über deinen Ausflug nach Novigrad reden. Nee, dann lieber die Mutter. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, das ging aber schnell, ne? Wenn man weiß, worum es geht. Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sich in einem Labyrinth zu verstecken. Dass alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Ja, komm. Warte mit Triss Merigold auf der Bank. Trissi, komm schon. Lass uns auf die Bank gehen. Nicht so schnell laufen. Sonst ist dein Kleid nachher ganz futsch, wenn wir bei der Bank ankommen. So. Ich könnte mal hier wieder... Ich bin nicht ganz voll. Ich esse mal hier ein bisschen Dörrobst. Kann ich nicht. Wasser. Kann ich nicht. Schade. Schwer hier Arbeit zu finden, weißt du? Triss. Triss! Naja. Wann warte ich? Du bist... Triss! Triss! Von wo sprichst du zu mir?
Na komm, setzen. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Ich kann mir vorstellen. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Na, erstmal, woher du ihn kennst. Wie hast du ihn kennengelernt? Ach, Geralt, alle Magier kennen sich. Manche sind über ein Jahrhundert alt. Da hat man viel Zeit, um Bekanntschaften zu schließen. Also dann, wann hast du ihn kennengelernt? Bei einem Fest vor langer Zeit. Er schlug ganz unverfroren vor, uns irgendwohin zu teleportieren, wo es ruhiger ist. Mhm. Du hast abgelehnt? So sah er aus. Ah, ja komm. Du hast abgelehnt? Glaubst du das? Er ist mir danach noch eine Weile nachgestiegen. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Aber Triss, bei dir scheint der Wein ziemlich gut zu wirken, oder? Du redest schon etwas sehr ruhig. Du bist einfach charismatisch. Du bist eben charmant. Sie haben sonst niemanden. Nein, komm, Kompliment muss sein. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch sein. War nicht so gemeint, aber kommt's noch. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa? Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, Alter. Ein verirrter Gast. Psst. Bei ihr wirkt der Wein echt übel. Sucht sicher seine Geliebte. Alter, wie kann man von einem Glas so... ...über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Beak, Brogger. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Was ist denn mit dir los? Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein! Ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Gott, ey. Alter. Los, Geralt! Triss, Geralt, warte. Kommst du? Das ist das erste Mal, dass ein anderer Charakter vorläuft. Alter, sie läuft wirklich einfach vor. Das wäre blöd jetzt. Ah ne, man sieht sie auf der Karte, aber... Das ist das erste Mal, dass wirklich ein anderer Charakter einfach vorläuft. Ich bin noch hinter dir, Trissi. Ah, da sitzen auch schon welche. Nicht ins Wasser. Vorsicht. Irgendwas war doch in dem Wein drin. Ja, komm. Feuerwerk gerade. Muss man ausnutzen. Was für ein schönes Bild. Herrin Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Direkt hart aus der Story rausgezogen. Ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Oh. Ich glaube nicht. Schnell ausgenüchtert. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. So. Also stolziere ich jetzt erstmal. Oder warte, ich warte jetzt einfach hier, oder wie? Okay. Eine Viertelstunde später.
Gut, auf geht's. Finde aus dem Labyrinth heraus. Das ist ja nicht so schwer. Du wolltest mir dein Lab. Albert! Hi. Da bist du ja. Hallo. Tschüss. Nein. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich. Oh, was ist denn nun los? Wer sind die denn? Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Ich glaube kaum. Was ist denn jetzt hier los? Auf ihn! Alle zusammen! Ihr wisst schon, dass ihr keine Chance habt, oder? Au! Au! Komm näher! Au! Na los! Au! Alter, das setzt gerade schon. Entweder ich bin gerade einfach zu blöd zum Ausweichen. Was ziemlich, ich kann immer noch nicht essen. Jetzt bist du dran. Schlag ihn von links. Nein. Ach, wieder eine gefangen. Und, nee, diesmal ausgewichen. Na komm schon. Boah, sag mal. Also mit drei Leuten, die sind auch gerade nicht unbedingt schlecht. Die schlagen nämlich immer genau dann zu, wenn ich gerade aushole. Autsch. Ach, voll, oh, voll in die Faust gelaufen eben. Ach, der ist der Hexen. Ach, das sind Hexenjäger, okay. Auf ihn, alle zusammen. Ach klar, ich bin ja. Die Hexenjäger suchen ihn ja, ne? Stimmt, da war was. Die Hexenjäger suchen ihn ja. Dann ist klar, dass sie mich gerade abgefangen haben. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Oh. Das ist der falsche Weg. Weißt du, hat man schon eine Minimap zum Rauslaufen und man kriegt es trotzdem nicht hin. Ah, hier lang. Hier, hier, hier. Zack. So. Hier raus. Und hier raus. Perfekt. Eine lebenswichtige trifft Triss und Albert in den Ställen. Hallo Wache. Immer schön weiter patrouillieren. Ein Schneehase. Wie süß. So, überhaupt nicht auffällig, dass gerade ein rosa Panther, ein lila Panther, einmal quer durch den Garten läuft. Ach, die Mutter ist auch da. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es gab ein kleines Problem. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Das ist doch schön. Wohin gehen wir jetzt? Ja, nicht, dass ich. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Was? Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Dann laufe ich mal nach Hause, ne? Naja, die beiden reiten. Ich muss wieder laufen. Ach. So, mit Maske natürlich, damit mich bloß keiner erkennt. Plätze. Wo bist du? Da. Sehr schön. Macht überhaupt keinen Sinn aufzusteigen. Sammeln Sie Saale? Verdammt, ich habe irgendwas. Lebenswichtige Angelegenheit, neue Quest, jetzt oder nie. Was ist das denn jetzt hier? Neue Quest. Triff dich mit Triss. Machen wir. Keine Ahnung warum, aber wir machen es. Quests mit Triss mache ich jetzt erstmal komplett durch.
Und dann frage ich sie, ob sie mich in, in Kaer Morhen unterstützen würde, wenn wir gegen die wilde Jagd kämpfen, um Ciri zu retten. Ist die angezeigte vorgeschlagene Stufe einer Quest zu hoch? Dann steigere deine Stufe und such dir bessere Ausrüstung. Vielen Dank für diesen hilfreichen Tipp. Steht im Mühe, ja. So, da sind wir in Novigrad. Oh, ein Bogenschütz. Ich würde hier auch mal gerne mit Bogen schießen. Schade, dass das nicht geht. Was ist denn hier los? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Boah, ich? Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt. Ich habe zwei Schwerter auf dem Rücken. Ich bin Hexer. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Okay, ich habe keinen Passierschein. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Was? Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen, hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem, auf deinen Posten. Ich glaube, oder? Grüße von Sigi Räuven. Oho, aha. Sigi, lesen. Wir hätten den Bastard sonst nicht geschnappt. An alle Zuständigen, der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit Hierarch Hemmelfahrt. Sigi Räuven, ich danke dir. Dann laufen wir doch mal erstmal zu Triss. Und später müssen wir mit Sigi natürlich auch nochmal sprechen. Wenn er schon so freundlich zu uns ist, ne, dann wird er uns bestimmt auch in Kaer Morhen unterstützen, wenn wir auch dem wieder bestimmt einen kleinen Gefallen tun müssen, das ist kein Problem. Wachen vor Triss Haus. Oh ja, das ist wirklich nicht gut. Wachen und Hexenjäger. Aber ich habe ihm Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Pass mal auf, bevor ich jetzt hier wieder mit Triss rede, nicht in dem Outfit bitte. Das muss ich mal ganz kurz hier anpassen. Das ist ja lächerlich, das geht so nicht. Warte mal, was ist in meinem... Das ist meine Katzenhose, genau. Dann meine Katzenschüchchen, das sind die. Meine Katzenhandschuhe habe ich sogar noch an. Die hatte ich die ganze Zeit an, kein Problem. Ha. Große Jadenglyphe, ha? Blöd bloß, dass ich das Ding nie benutze. Boah, ich habe so viele Relikte und so viele Waffen, ne? Ich müsste wirklich mal wieder zum Waffenhändler. Und die Maske nehme ich noch ab. Das ist ja wirklich blöd. So. Triss, wie geht's dir? Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Was? Her mit der Halskette und dann raus hier. Will man einmal was trinken? Hände weg, sonst schneide ich sie dir ab. Ja, vergiss es. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will doch. Aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. So weit kommt's noch. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ja, jetzt bin ich wieder der Schuldige. Mann, ey, da will man ja einmal helfen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Sie haben viel riskiert, weil du viel bezahlt hast. Ja, so kann man es auch sagen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß, wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Was? Was ist mit Albert? Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie an Treffer und nehmen echte Magier fest. Das ist blöd. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du Vesemir im Stich lassen? Eskel? Lambert?
Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Ihre Stimme gerade, ne? Das tut so weh, ey. Oh. Berthold und Anis, wer sind sie? Es könnte problematisch werden. Es könnte problematisch sein, zum Hafen zu kommen. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Kein Problem, natürlich mache ich das, aber wer sind Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Wir sollten Anis und Berthold helfen, riskieren nicht alles wegen zwei Leuten. Das Ding ist, er ist Alchemist und sie hat studiert. Also, ich sag mal, nur Alchemist und nur studiert. Keine wirklichen Magier, Hexen, Hexer. Ich glaube aber, es ist nicht unbedingt gut für mein Verhältnis zu Triss, wenn ich das Zweite sage, deswegen helfe ich. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Ja, wenigstens muss ich es nicht alleine machen. Weg. Hätte ich das jetzt alleine wieder machen müssen, das wäre wieder blöd gewesen. Aber die Häuser hier, die sind alle so schief. Finde ich aber gut. Ich meine, war ja früher nun mal halt so, ne? Gerade bauen war oft nicht mal möglich. Ach du, was denn jetzt hier los? Was ist denn bei euch kaputt? Oh, das hat ja überhaupt nichts gebracht jetzt. Oh, das tat wieder mal weh. Ich nehme mal ganz kurz hier... Ja komm, Igni. Ja, warum nicht? Sie nutzt Feuer, dann hau ich da nochmal drauf. Wo ist das versteckt? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Okay, ich nehme bloß hier magische Langschwerter mit und so. Ich steck schon mal mein Schwert weg, wir sollen ja unauffällig sein. Na gut, unauffällig bin ich mit zwei Schwertern nie. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, 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 oh. Warte, das kann man leicht erledigen, Moment. Notfalls Axi. Selbst wenn die uns sehen, ne, dann haben wir halt was zum Kämpfen. Müssen wir hier lang, Triss? Können wir weiter jetzt, bitte? Danke. Okay, wir müssen hier nach sogar. Komm schon, schneller. Triss, du bist sehr langsam gerade. Hä? Ich bin nicht wieder vorbeigelaufen, na klasse. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnapp sie. Oh, oh. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Marigold. Und der Hest hat er zwei. Das ging schnell. Das ging schnell. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Kein Problem, da kümmere ich mich drum. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster, ich bitte dich. Sei still.
Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Ach, ich muss das machen, ey. Was, wenn das schief gehen würde? Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Hm. Anscheinend sollte das einfach so sein, als Grund, damit ich sie überzeugt bekomme, dass wir gehen. Wahrscheinlich hätte es sogar mit der kleinsten Stufe einfach geklappt. Folge Triss. Triss geht in eine andere Richtung. Dann los. Die anderen beiden kommen aber nicht. Das ist blöd. Oh, hier. Klar. Oh, fuck. Was? Was denn? Ich höre gar nichts. Da! Noch zwei! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Ach, diese Predigten, ey. Die Wachen haben sich vor einem Jahr noch vor Magiern verbeugt. Wir waren halt angesehen, ne? Alter, das ist eine Entwicklung. Tja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Eigentlich schon schlecht, ne? Eisvogel, anscheinend geht's hier rum. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Verdammt, sie sind schon hier. Jetzt oder nie. Töte die Hexenjäger. Weißt du eigentlich, mit wem du's zu tun hast? Ja. Was geht da denn ab hier? Zauberst du? Ah ne, es war ein Armbrustbolzen. So. Keine Chance, der Typ. Oh, da steckt ein Bolz in der Luft. Oh, der wird anscheinend. Verdammt, wir sind zu spät. Oder wer ist spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Oder nee, es war ein anderer Magier. Ja. Und einen verloren. Den hätten wir wahrscheinlich gerettet, hätten wir die anderen beiden nicht gerettet. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die anderen finden konnten. Ja. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Ja, aber ich sag mal, in solchen Situationen musst du dich halt auf Zahlen beruhen, weil es ist alles scheiße. Es gibt nur Scheißmöglichkeiten. Also kannst du nur noch abwägen, ja, was ist nicht so scheiße wie das andere. Oh, Falltür. Aha. Was eine Falltür. Oh, das sind viele Magier. Aber bestimmt auch einfach viele Alchemisten dabei, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles wirklich Magier sind oder Hexer. Was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Räuben. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Aha. Du fliehst auch nach Kobir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz. Aha. Wollte ich gerade sagen, ich kenne dich, ja, du hast kein Herz. Auf einmal ein mitleidiges Herz? Hä? Ja, ich weiß, du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendwas. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kobir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kobir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen, Kamerszene. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand.
nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Das stimmt. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, das verstehe ich noch nicht ganz. Auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Richtig. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dix, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Aus irgendeinem Grund glaube ich immer noch, Räuben wird uns verraten. Du mit? Sei mir nicht böse. Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ja, Geralt, einfach mal die Schnauze halten, ne? Ich werde die Magie sein lassen. Oh, hier sterben schon erste Leute, oder was? Glühendes Erz. Alter, was ist hier unten denn drin? Lass mich ja, ist ja gut. Was denn? Hast du es nicht kapiert? Sie verbrennen uns wegen dieser Götter. Ach, die liegen oben, die Leichen. So. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Genau, so kein Ding, Triss. Bald. Müssen wir los gucken. Ich zieh schon mal mein Silberschwert. Da kommen eben schon die ersten Mordnixer hier. So. Die ersten Mann sind erledigt. Und da warten schon die nächsten. Aber die sind nicht sehr stark, also ich glaube... Oh, was? Was ist denn bitte in den Beuteln drin? Warte mal ganz kurz, bitte. Alter. Also manchmal lohnt sich das echt hier mal... Zeug zu durchsuchen, ne? So. Manuskript, überlegener Maribor, irgendwas. Lauf, warum kann ich gerade nicht laufen? Huch. Wollte ich nicht. Warum kann ich gerade nicht laufen? Jetzt ohne Witz. Irgendwas ist komisch gerade. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ich nehme mal hier noch das Zeug mit. So, Triss, hallo. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Mit ganz vielen Sachen. Ah, ich weiß warum. Ich bin overweighted, hätte ich beinahe gesagt. Daran liegt's. So, och, das sind also 131, 158, das sind halt hunderte Münzen, die ich wegwerfen würde, wenn ich hier meine Waffen ausleere, ne? Da habe ich halt eigentlich keine Lust drauf. Kann ich nicht hier dann Sonnenzeug hier wegwerfen? Das bringt mir eh so gut wie nix. Oh Gott, wie mach ich das? Wegwerfen mit R. Jawoll, ihr Fistich. Boah, ja. Boah, halte ich mal die Dinge. Ah, was zum Henker? Goldene Saphirkette. Die bringen ja sau viel. Schlüssel zu Yennefers Gemach. Das behalte ich einfach nur so. Ha. Ein Objekt, was zum Abschließen der Quest gebraucht wird. Nägel, ey. Alter. Felle. Alter, 500 Gold. Allein die Felle. 800 Gold. Die Felle. Alter. Ich kann ja hier nichts wegwerfen. Das... Och nein. Was habe ich denn jetzt weggeworfen? Das ist egal. 400 Gold, alleine die Felle. Ja, komm, die können weg hier, Ziegenleder. 480 Gold. 1170 Gold, Bärenfelle. 500. Ich weiß. 64, komm, das hau weg. Hau weg den Mist hier. 480, 192, komm, hau weg den Mist. Ich weiß, die Masse macht's, ne? Aber ich muss ja halt irgendwas wegwerfen. Und ich darf dann auch nichts mehr aufheben, ansonsten kriege ich ein Problem. So, so, das schmeiße ich, den ganzen kleinen Plunder schmeiße ich mal weg. Was haben wir hier unten noch, das kann weg, das kann weg. Das behalte ich mal, das Gemälde. Und hier unten haben wir ganz viele Bücher, die zum Glück nichts wiegen. So, kann ich hier noch irgendwas wegschmeißen? Das wiegt nämlich alles zumindest ein bisschen, Fragment eines Silberzylinders. Ah, das sind alles, das sind Questgegenstände. Sollte ich vielleicht behalten.
Wiegt, Essen wiegt nichts. Okay, das bringt bloß haufenweise Gold. Okay. So. Ja, also eigentlich würde es sich vor allen Dingen lohnen, mal Waffen zu entsorgen. Hier kommen 86, 100, 114. Also wenn ich jetzt gerade mal in meinem anderen Inventar da gesehen habe, wie viele ich da rumliegen habe, kann ich hier mal ein bisschen was entsorgen. So, Triss. Kommst du, danke. Huch. Jetzt muss ich hier irgendwo einen Ausgang finden. Hier haben wir erstmal. Hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Ach, hier wollte ich gerade sagen, beruhig dich. Einen anderen Weg. Oh denn, der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Aber hör mal. Hinter den Wänden höre ich ein Echo. Ich spüre Luft, die durch die Ritzen strömt. Da haben wir unser Loch. Was ist das denn? Eine Bibliothek? Hä? Wo sind wir hier denn jetzt rausgekommen? Ist das eine... Das ist eine verschüttete Bibliothek. Was? Ja, hier findet man bestimmt Bücher, die man nirgendwo anders findet. Also, wenn man eine verschüttete Bibliothek findet, ne? Da nehme ich hier einfach mal alles mit. Auch wenn ich normalerweise keine Bücher mitnehme. Vielleicht gibt es hier irgendwelche besonderen Bücher. Guck mal, hier geht's noch weiter. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Verzio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Ja. Komm, wir müssen uns beeilen. Deswegen nehme ich jetzt auch erstmal wieder Axi. Stopp! Du, Ruhe und ihr beiden hier auch mal ganz kurz. Ruhe. So, wow, was war das denn? Blut aus der Ecke gespritzt. Erstmal würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, wenn wir die Magier jetzt alle aus Novigrad rausholen. Und bis dahin erstmal. Ciao.